mich ist es interessanter in diesen ganzen Ländern, wenn du, wie die Menschen leben drin. Das findest du noch ein kleines bisschen im Ausland in Zusammenhang. Hier im Ausland, wie gesagt, wenn du mal einen Deutschen triffst oder was weiß ich, da auch unter den Nationalitäten, hast du ja selber gesehen, da im Hafen, da sitzen türkische Kollegen und die laden dich zum Chai ein und so. Ich wollte eigentlich als junger Mensch schon immer sehen und erleben, andere Länder. Und für mich gehört die Devise eigentlich nur, je weiter, umso besser. Und dann war das schon für mich Chef, auch heute noch. Ja. Jetzt müssen wir bloß noch einen Tag mehr Zeit nehmen. Wenn wir wäre mit dir da drüben angefahren. Das ist ein Traum. Das sind nicht Highlights, aber wirkliche Highlights. Das ist jetzt die berühmte Brücke von... Das ist die berühmte Brücke von Padres. Da steht es dran. Der schönste Kilometer, die ich so gefahren bin, in meinem ganzen Fahrerleben, das war da drüben. Und jetzt kommt eine Zollstelle an Griechenland. Alle sieben, ich habe sogar den Radeberger dabei. Alle da, Frau. Wir haben bloß unterschiedlich gestanden. Ja, wir sind alle da, machen sich keine Sorgen. Sogar der Kameramann. Ja, ist okay. Natürlich, wenn man ihnen das sagt, ist ja richtig, ist ja richtig. Also, alle Achte, wenn sie so wollen, sind anwesend. Und ich fahre jetzt genau beim Passagierterminal rein. Alles klar? Bei 28 Grad, sind sie neidisch? Alles glatt.
Name Balikarja. Tschüss, gute Fahrt. Gute, da kriegt man seinen Tag Pause.